Miau und hallo und herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast und was soll man noch alles dazu sagen? Hast du schon ein Abo dagelassen? Ich hoffe ja. Ja, hallo. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Folge, gehe ich mal stark von aus. Weil wir müssen ja nur noch da oben hin. Aber wir haben jetzt hier noch eine Level 99 Quest, nämlich die verfotene Vergangenheit. Wir hören furchteinflößendes Brüllen aus den verfotenen Feldern. Hilf uns! Die verfotenen Felder, was? Klingt nach Arbeit für uns. Oh, erstmal da. Wo liegt das Problem, Bauer? Wir hören immer zu, das furchteinflößende Brüllen zu bestimmten Tageszeiten. Oh, miau. Achte auf die Zeit, ihr solltet es jede Sekunde hören müssen. Können. Miau, das schauen wir uns näher an. Okay, wir gucken mal. Aus dem Gebüsch heraus. Drachenblut. Was in aller Welt? Putsch. Putsch. Patsch, patsch, patsch. Gefallene Drachenblüter und Drachengeister liegen hier und können nicht entkommen. Hier trug sich der Drachenkrieg zu. Ist diese Stimme ein Geist der Vergangenheit? Hallo. Anscheinend müssen wir einen weiteren Zauber brechen. Hier sind zu viele Geister gefangen. Nichts wächst hier richtig. Deswegen sind die Felder auch verfolgt. Weil hier der Drachenkrieg war. Eines Tages erschienen die Drachen plötzlich hier. Jeder hatte Angst. Tschu. Etwas Großes kündigt sich an. Nur ein anderes Drachenblut kann uns befreien. Es scheint so, als ob an diesem Zauberspruch viel mehr dran ist, als wir sehen. Fragen wir nochmal diese Bauern. Fast ein Level, fast ein Level. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Wir werden bald das nächste Brüllen hören können. Du solltest ein Nickerchen machen, Katzkollege. Okay. Hab ich. Hallo? Wieder zurück. Bam, bam, badam. Drachenblut! Hier herunter! Bam, 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 bam. Oh, der hält ein bisschen mehr auf. Die Drachen waren mächtig. Selbst mit uns Drachenblütern gab es noch immer Blutvergießen. Tschung. Das Ganze nochmal zweimal. Hier sind die Geister der gefallenen Drachenblüter der Vergangenheit. Als die Drachen einer nach dem anderen getötet wurden, wurde der Zauberspruch aktiviert. Kurz warten. Ihr Zauberspruch hielt die Geister der gefallenen Drachenblüter hier gefangen. Wir können nicht weitergehen. Und jetzt kommt der weiße Drache, der Obershit in der Mitte. Pass mal auf. Mach dich bereit! Da ich doch. Ich bin ein hochnäsiges Kätzchen. Level 99! Bitte, befreie uns aus diesem ewigen Gefängnis. Anscheinend müssen wir die Drachen besiegen, um die gefangenen Geister zu befreien. Lass uns zu diesen Bauern zurückkehren. Wir brauchen mehr Infos. Ja, der sagt uns eh nur von wegen, du kannst gleich das nächste Gebrüll hören. Miau, dein Timing ist perfekt. Bald kommt der das nächste. Elfer pennen. Okay, fertig gepennt. Bam, badadab, dab, dab, di, 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 du.
Da 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 beep beep buru boop bap bidi. Drachenblut! Hier drüben, Katzkollege! Jetzt kommen die Drachen, alles klar. Bam 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 bam. Die Katzen hier in der Gegend haben uns vergessen. Wir vergingen langsam, uns selbst vergessend. Dim, 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 dum, dam, dim. Jung, 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 jung. Und jetzt kommt der lilane Drache. Doch jemand brachte die Drachen zurück. Dies ließ uns von neuem erwachen und machte den Zauber stärker. Und jetzt kommt's! Oh. Oh ja. Level 100! 100! Level 100! Level 100! Huch! Ich war das nicht. Hallo! Ist aber gut! Voll am Durchdrehen. Die Freiheit ist nah! Befreie uns! Freiheit! Ja, und diese Stimme wird furchteinflößender. Freiheit! 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 Verknallt, die Geister werden aber gewalttätig. Wir waren hier zu lange gefangen. Hier drüben! Es ist eine Ansammlung all der Geister. Mach dich bereit, Katzkollege. Aua. Gar kein Problem hier. Okay. Die haben etwas fallen gelassen. Eine schäbige Rüstung. Warum soll ich die nehmen? Minus, alles Minus. Ja, was? Die ganze Arbeit und wir bekommen nur den Müll? Warte, es ist gerade etwas erschienen. Ja, ist auch Müll. Es gibt noch mehr? Nein. Oder wir dürfen nur nacheinander. Erstmal das hier. Bam, 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 bam. Die Champion-Rüstung. Ist das auch Champion? Nein, Champion-Helm. Es sind zwar Champion-Sachen, aber viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Und der Redder, 69, 69, 69. Aha. Warum nicht Level 69, hm? Guck mal, weil das sind nur 70, 140, 210. Aber wir machen einzeln 333 halt, ne? Miau, die verfotenen Felder scheinen jetzt friedlicher zu sein. Gute Arbeit, Katzkollege. Das war es sowas von wert. Level 100. 1. Jetzt wieder von vorne. Wir sind Level 1. Level 1. Ja, das war's, ne? Mehr haben wir nicht zu tun. Wir haben alles. Radikal. Bam, 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 bam. Oh, einmal speichern. Push. Könnten natürlich die ganzen Champion-Sachen anziehen. Aber warum? Dann sind wir ja so schwach. Bringen wir es zu Ende. Sie gehört ganz dir. Bleib stehen, Schwester. Bleib stehen. Da kommt etwas. Uiuiui! Drei dicke, zackige Drachen! Hab ich sie einfach! Ich so, was? Drei Drachen? Bing! Und diese, zerfetzt! Gedärme fliegen rum. Miau, wo ist deine Schwester hin?
Nicht mal ein Level weiß. Sieht so aus, als ob deine Schwester hineingegangen wäre. Groll. Bist du bereit, Katzkollege? Ab hier gibt's kein Zurück mehr. Nee, erstmal speichern. Nochmal speichern, Entschuldigung. Ich habe auch kein Mana. Mana ist wichtig. Für Let's Fets. Das jetzt wird das Let's Fets. Nicht Let's Play, Let's Fets. Ein neues Format. Let's Fets. Ding, ding, ding. Bam, bam. Wo sind wir, Miau? Es ist die reine Finsternis. Willkommen in der Nulldimension. Sag mir, Kleiner, würdest du deine Schwester auf jeden Fall wiedererkennen? Falsch. Ja, probier's nochmal. 50-50 schon. Wieder falsch. Ja, du erkennst deine liebe Schwester nicht. Dragos. Unglaublich, du verstehst es immer noch nicht. Du hast keine Schwester. Das alles war eine Illusion. Meine Illusion. Ich brauchte dich, um stärker zu werden, also gab ich dir die Motivation dazu. Dragos, es reicht. Er hat's begriffen. Lass uns gehen, Spiri. Ich hab genug von den Charaden. Deine Arbeit ist erledigt. Du kannst jetzt gehen. Es tut mir so leid, Katzkollege. Doch Dragos ist mein Meister. Du bist gar nicht mein Kumpel? Was bist du denn für ein Verräter? Ich war dazu da, um sicherzustellen, dass du immer mächtiger wirst. Ich bin immer noch nicht völlig damit einverstanden, was er tut. Schau, er ist sprachlos. Jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Aelos wird bald frei sein. Geh weg! Nein, Spiri, geh weg! Ich mag dich nicht, geh weg, er verfolgt mich. Dragos, bitte. Es muss nicht auf diese Weise enden. Nur das vergossene Blut eines kraftvollen Wesens kann die Nulldimension öffnen. Und was ist kraftvoller als ein mächtiges Drachenblut? Nicht schlecht. Und jetzt geht der richtige Kampf los. Wann denn? Wieso bist du so stark? Dragos, hör auf! Nein, Aelos hat uns versprochen, immer für uns da zu sein. Ich will ihn dazu bringen, dieses Versprechen zu halten. Groll. Nein, wie kann das sein? Er wollte uns stärker haben. Er wollte uns machtvoll haben. Jetzt sind wir machtvoll. Und das ist auch wieder nicht gut genug, oder was? Nimm dies. Was soll ich damit denn? Also er so, nimm das, los. Und er so, und ich so, und er so, ich habe Jahrhunderte gebraucht, um ein weiteres Drachenblut, wie ich es bin, zu finden. Die gesamte Suche nach deiner Schwester, die Quest habe ich mir ausgedacht. Was? Dragos, ich bitte dich, hör auf. Nein, Spiri. Ich bin auch ein mächtiges Drachenblut. Egal, wer von uns fällt, die Nulldimension wird sich in jedem Fall öffnen. Und Aelos wird endlich frei sein. Aelos, mein Freund, bald bist du frei. Dragos,
nicht. Die Nulldimension öffnet sich. Lauf! Nein, eine Barriere? Halios? Oh, hell. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Was immer in der Nulldimension gefangen war, es ist jetzt frei. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst, aber... tust du's? Naja. Das ist das Netteste, was eine Katze geht's zu mir gesagt hat. In Ordnung, Katzenkollege. Jetzt gibt's nur noch dich und mich. Lass uns auf unsere nächste Katzenquest gehen. Level 102. Ha, ha, ha. Wie kann das sein? Dragos? Hui, hui. Und wieder landen. Keine Angst. Ich bin nur ein Klon, den Dragos zurückgelassen hat. Dragos wollte, dass ihr beide die Wahrheit erfahrt, falls er nicht überleben sollte. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Hm? Das ist Dragos Schlupfwinkel. Ich war einmal hier. Erstmal sein Geld klauen. All das sind Bücher zur Nulldimension, ja? Und einige von Dragos Notizen. Mir wird nie für das vergeben werden, was ich zu tun gedenke. Doch ich werde alles tun, um Aelos zu befreien. Selbst wenn ich dadurch zum Bösewicht werde. Das war, als Dragos von dir erfahren hat. Ich habe ihm ein Leben geschuldet. Also zwang er mich, für ihn zu arbeiten. Es tut mir echt leid, Katzkollege. Hier muss es gewesen sein, wo Dragos gekatznappt. Hier ist ein Bild an seinem Bett. Ich werde immer bei dir sein. Immer, Aelos. Wenn eine Katze eine Freundschaft schließt, vergisst sie diese nie. Ich hoffe, er ruht jetzt in Frieden. Doch die Nulldimension war ein Gefängnis für bösartige Kreaturen. Ich kann nur hoffen, dass nichts Bösartiges entkommen ist. Lebe wohl, Dragos. Dragos mag nun fort sein, doch es gibt noch immer Katzen, die Hilfe brauchen. Auf in unser nächstes Katzenabenteuer! Pro Runde freigeschaltet. Ach, die Pro-Runde, weißt du? Jetzt kannst du die Pro-Runde vom Titelbildschirm auswählen. Ja, das war's. Tolles Ende. Nicht mal Credits. Hui, wir können jetzt hier rumfliegen und die Pro-Runde austesten. Aber hier, Katzabenteuer hat sich ausgekatzt und ausgeabenteuert, weil hier ist nichts mehr zu tun für uns. Nichts mehr. Rein gar nichts. Die Bro-Runde. Ich gehe mal davon aus, dass die Bro-Runde bedeutet, dass wir... Ich will erstmal meine Vermutung aufstellen. Dass wir komplett von vorne anfangen können, müssen, dürfen. Und dann sind die Gegner einfach nur stärker. Das ist meine Vermutung. Was ist mit ihm hier eigentlich los? Den kriegt man halt einfach auch fast gar nicht geschlagen, ne? Weil er die ganze Zeit seine scheiß Fallen am macht. Die haben 12.000 Erfahrungen. Halleluja. Wattenvieh. Pro Kugel. Und ich glaube, er hat 2 oder 3 Kugeln fallen gelassen. Naja, das war auf jeden Fall Cat Quest. Das Let's Play ist hiermit zu Ende. Es gibt ja nichts mehr zu tun. Wir schauen uns nächste Folge noch eben die Pro-Runde an. Als Bonusfolge. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen.
Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play in einem anderen Projekt oder in irgendwo. Irgendwo werden wir uns sehen. Irgendwo sehen wir uns. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall. Also haust rein, bis dann. Und zum letzten Mal, miau. Hallo und herzlich willkommen hier zur eventuell letzten Folge der Cat Quest Let's Play Reihe. Wir haben freigeschaltet die Pro-Runde. Ich bin gespannt, was das ist. Willkommen hier zur Bonus-Folge. Wir klicken einfach mal und schauen, was passiert. Miau, Defikatoren. Voll gerüstet. Übertrage dein Level und deine Ausrüstung in diesen Modus. Die Aktivierung bringt keine Belohnung. Level 1. Levelverlauf ist deaktiviert. Du musst das Spiel in Level 1 meistern. Ausrüstung ist jetzt sehr wichtig. Nackte Katze. Keine Ausrüstung oder Waffen verfügbar. Du musst das Spiel völlig nackt meistern. Du hast nur 9 Leben. Deine Gegner sind stärker. Ach, das kann man alles anklicken. Ah. Belohnung Altmeisterrüstung. Altmeisterrüstung, Altmeisterrüstung, Altmeisterrüstung. Keine Belohnung. Also wenn ich das jetzt hier mache, zum Beispiel. Dann beginnen wir komplett von vorne. Nur mit all unseren Sachen. Zum Glück lebst du noch, pipapo, das kennen wir ja alles. Hier, bap, 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 bap. Ja, bam. Bam. Also quasi spielt man jetzt dann nochmal das Spiel mit deinem jetzigen Gedöns, okay? Klar, macht Sinn. So, dann kannst du natürlich auch noch Level 1, dann... Ah, das Ganze... Also du kriegst nicht ein einziges Level. Bist dazu noch nackt, hast nur 9 Leben, Gegner sind viel stärker. Jetzt wird's kein Level, komplett nackt. Man kriegt hier keine Ausrüstung, nichts. Nackte Katze. Und man hat nur seine 9 Leben. Also 9-mal sterben und dann ist vorbei. Hopp. Muss man die ganze Zeit ausweichen und so. Aua. Und immer nur mit 5 Schaden. Nee, das geht ja auch nicht. Also alle gleichzeitig anmachen, das ist ja unmöglich. Wie soll ich zum Schluss, wenn er irgendwie 1000, 3000 Leben hat oder so. Guck, boom, nur noch 8 Leben. Und das nackt und so? Nee, das ist ja auch doof. Ja. Stärkere Gegner kann man machen. Dann kriegt man die Altdingsen. Und die 9 Leben, würde ich sagen. Oh, da kriegt man eine Ragnarok. So kriegt man einen Altmeisterhelm. Wenn ich aber meine Dinger voll mitnehme, dann kriege ich wiederum keine Belohnung. Wenn ich 3 Sachen aktiviere, kriege ich den Helm. So kriege ich die Waffe. Und so nur... Ah, okay. Aber habe ich ganz ehrlich gar keine Lust drauf. Ja, ich hänge die Folge noch hinten mit dran. Das mache ich mit dran. Ja, dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Haust rein. Tschüss.